Janaschi, die Niederrheinische Musik- und Kunstschule Duisburg hat in diesem Jahr wieder sehr viel vor. Vielleicht können Sie uns mal so in kurzen Sätzen das Wichtigste erzählen. Ja, wir werden 40 Jahre, das Jubiläum, wollen wir entsprechend feiern. Es ist viel passiert in den 40 Jahren. Die Musikschule hat sich enorm entwickelt. Und das ist ein Grund zu feiern, vor allen Dingen in diesen Zeiten. Wir werden das mit drei großen Veranstaltungen machen. Am 23. März findet ein Festakt statt. Eine Festrednerin wurde auch gefunden, die neue Direktorin der Landesmusikakademie NRW, Frau Antje Valentin, hat uns zugesagt, worüber ich mich sehr freue. Wir werden am 30. Juni ein großes Sommerfest auf unserem Gelände veranstalten für die ganze Familie. Und dabei haben wir extra darauf geachtet, dass zum Beispiel das Endspiel der EM einen Tag später ist. Wird also keine Terminkollision geben. Und im Ende des Jahres, im November, werden wir mit unseren Chören und unserem Orchester das Fauré-Requiem aufführen. In der Vergangenheit waren Sie immer schon sehr stark darauf angewiesen, Sponsoren zu haben. Sie haben auch in diesem Jahr wieder einige Sponsoren gefunden. Ja. Vielleicht mögen Sie die ganz kurz nennen, aber abgesehen davon, Sie können auch noch weitere gebrauchen, oder sehe ich das falsch? Ja, die können wir natürlich immer gebrauchen. Nein, wir sind sehr glücklich, dass wir sehr feste Zusagen immer haben von der Köhler-Osper-Stiftung, die uns einen Förderpreis zur Verfügung stellt, ebenso wie die Sparkasse. Das Gleiche haben wir seit vielen Jahren in enger Kooperation mit der Freimaurerloge zur Deutschen Burg. Und wir haben nun mit der Fasel-Stiftung weiterhin jemanden gefunden, der uns im letzten Jahr unsere Chorarbeit sehr unterstützt hat. Und das Gleiche mit der Sparda-Bank. Da konnten wir Gelder bekommen, die uns doch sehr, vor allen Dingen in dieser Chorarbeit, sehr unterstützt haben. Es wurde dann ein Chorwettbewerb mit der Mercedes AG durchgeführt, der sehr erfolgreich war und im kommenden Jahr auch wiederholt werden soll. Jetzt ist die Situation die, Sie fördern sowohl, ich sag mal, die Breite, aber auch die Spitze. Wie sieht das aus? Es ist wichtig, dass wir die Spitze fördern, dass das nicht verloren geht, dass wir im Zuge von JEKI, was ein wichtiges Programm und ein sehr sinnvolles Programm ist, nicht vergessen, dass wir auch Begabtenförderung betreiben müssen, Talente finden und auch fördern. Und dazu gehört unser Fach Studienvorbereitung, wo wir gezielt Schüler fördern, die eben beruflich diesen Weg gehen möchten. Abschlussfrage. Ich habe erlebt, dass Sie im letzten Jahr nicht nur in Duisburg waren, sondern auch Werbung für Duisburg gemacht haben. Beispielsweise, sage ich mal, durch einen Auftritt in Förde auf dem Weihnachtsmarkt. Wird es solche Dinge auch in 2012 wieder geben? Auf jeden Fall. Wenn da Anfragen kommen, sind wir gerne bereit, das zu tun. Wir haben jetzt eine Anfrage der Fasel-Stiftung, dass Schüler von uns eine Auszeichnung, die im Februar stattfinden wird, in Essen musikalisch umrahmen. Und ich denke, da sind wir gerne und immer bereit, uns da zur Verfügung zu stellen. Frau Schie, vielen Dank. Bitteschön.